Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die zweite Liga startet in diese Rückrunde bzw. in den 19. Spieltag mit einer englischen Woche. Bleibt immer schön fair in den Kommentaren, ich bleib das auch hier. Kommen jetzt noch meine Tipps rein und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Prognose. Bedenkt, das hat nichts mit der Realität zu tun. Bochum gegen Duisburg heißt Spiel Nummer 1. Eine durchwachsene Hinrunde konnte der VfL Bochum zumindest am 18. Spieltag noch ganz gut abrunden bzw. zum Rückrundenstart ergänzen. Sie gewannen gegen den 1. FC Köln und bei Duisburg, die hier besser starteten im Vonovia-Ruhr-Stadion, geht es darum, sich vom 16. Tabellenplatz zu lösen. Zuletzt verlor man am 18. Spieltag 1:3 zu Hause gegen Dynamo Dresden. Nicht unbedingt das Beste, was man hier rausholen konnte. Jetzt war es aber eine starke Partie der Gäste. Die Zebras machten ordentlich Dampf und Bochum geriet schon wieder unter Druck. Hier ist es Kevin Wolze, der mit seinem rechten Fuß schießt, vielleicht auch in die Mitte hätte legen können. Er tat es nicht. Dann aber auch der VfL Bochum mal aktiver nach vorne. Knappe halbe Stunde gespielt. Jetzt die Riesenmöglichkeit. Weiland mit der perfekten flachen Flanke und dann ist Felix Wiedwald da. Der Neuzugang rettet hier erstmal das 0:0, weil Lee hier nicht zu 100% genau zielt und den Keeper, der sich auch gut breit macht, dann anschießt. Dann hier diese Aktion von Zoller, von Köln gerade gekommen. Super Flanke und Robert Tesch in der Mitte steht zu frei und macht das 1:0. 60. Spielminute. Duisburg machte dann zu wenig im weiteren Verlaufe der Partie. Und Bochum verdiente sich dann das 1:0. Schöner Kopfball. Felix Wiedwald kann aus kurzer Distanz da gar nichts mehr halten, aber so frei darf er natürlich nicht zum Kopfstoß kommen. Und so stand es dann 1:0. Große Aufgabe jetzt für die Gäste aus Duisburg, das hier noch umzubiegen. Auswärts ist man ja eigentlich ganz gut, aber sie brauchten lange, um sich davon zu erholen. Knappe 20 Minuten noch. Engin und dann macht es Fabian selber scharf und Manuel Riemann pariert dagegen seinen eigenen Mann. Überragend, wie er sich da streckt. Das wäre sonst das Katastrophen-Eigentor gewesen. Aber nochmal der MSV. Noch einmal der MSV. Aber zu harmlos. Die letzte Möglichkeit hier von Moritz Doppelkamp wurde dann doch recht harmlos vergeben. Er versucht es zwar, aber da muss Riemann nicht eingreifen. Der VfL Bochum gewinnt am Ende mit 1:0 zum Auftakt in den 19. Spieltag. Nicht unverdient, aber Duisburg hätte sicherlich auch den ein oder anderen Treffer erzielen können. Bei Darmstadt 98 läuft es aktuell gar nicht. 6:2 stand da am Ende ein Ergebnis gegen den SC Paderborn, das man sich so im Albtraum nicht mal hätte ausmalen können. Jetzt hier gegen den FC St. Pauli gerieten sie auch erstmal unter Druck. 22. Spielminute, gute Parade von Heuer Fernandes, der erst nicht weiß, ob er rauskommen soll oder drinbleiben muss im Kasten. Kann dann hier eben mit etwas Glück gegen Sami Alagui parieren. Aber die Gäste waren besser und hatten auch die nächste Möglichkeit. Müller-Deli mit der guten Körpertäuschung, das ist seine Stärke. Und dann die Superflanke von Jan-Philipp Kaller und Ersin C. hier. Der Sechser läuft durch und köpft das Ding ein. 27. Spielminute, erstes Zweitligator für Ersin C. hier. Aber lange brauchte Darmstadt nicht, um sich davon zu erholen. Dann kam sie auch endlich mal nach vorne und zwar direkt so. Sören Bertram, Neuzugang aus Aue. Auch ganz früher mal in jungen Jahren noch beim FC St. Pauli gespielt. Und Ex-St. Paulianer treffen eigentlich immer gegen die Braun-Weißen. Und nochmal vor der Pause die Lilien. Melem ist das. Legt den Ball da gut durch. Sander kann es nicht klären. Und Jones hat Pech, dass er hier unter den Pfosten trifft. War auch in der zweiten Liga schon gegen den FC St. Pauli erfolgreich. Zweiter Durchgang, dann wieder die Gäste etwas auffälliger. Wieder Kaller mit der Flanke. Diesmal ist ein anderer Abnehmer da. Kein Abseits. Ryo Miyaichi in der 66. Spielminute macht es artistisch, da mit dem Bein hinzukommen. Respekt an dieser Stelle. 2:1 für die Gäste. Es war noch Zeit für Darmstadt, aber auch sie wurde langsam knapper. Bertram, sehr auffälliges Spiel. Melem, aber abgewehrt von Knoll. Der FC St. Pauli wollte diesen Dreier jetzt ums Verderben nicht mehr hergeben, aber Darmstadt blieb dran und bekam nochmal eine Möglichkeit. Wir sind schon in der Schlussminute. Marcel Heller über die rechte Seite. Guter Ball auf Melem. Da kommt die zweite Pfostenflanke und dann fehlt ganz wenig. Jovan Jones trifft nur das Außennetz. Dabei blieb es dann beim 1:2. Darmstadt hätte sich das 2:2 durchaus noch verdienen können. Aber der FC St. Pauli steht eben ganz oben in der Tabelle oder weit oben zumindest und hat dann das Glück auf der eigenen Seite gehabt.
Bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ist auch einiges im Argen und trotzdem würde Ingolstadt aktuell gerne die Situation der Gastgeber haben. Die bessere Anfangsphase gehörte hier aber den Schanzern. Da ist Paul Ottavio über die rechte Seite mit der Flanke, Lescano und das 1:0 in der fünften Spielminute. Viertes Saisontor. Schöne Direktabnahme mit links. Burchardt ist zwar noch dran, aber der Ball ist zu wuchtig, um da noch genügend rauszuholen, um den aus dem Netz zu fischen. Viertelstunde gespielt, Redondo, Neuzugang aus Berlin, von den Eisernen gekommen und so fügt er sich hier gut ein. Neuntes Saisontor für Daniel Kelter-Ruel, auch eine schöne Direktabnahme und es ging hier wirklich Schlag auf Schlag und Philipp Schauner blieb nicht lange ohne Gegentor bei seinem ersten Spiel für den FCI. Dann Kittel auf Lescano und es stand plötzlich 2:1. Turbulente erste Halbzeit, fünftes Saisontor, Doppelpack, Dario Lescano. Auch wieder viel zu einfach und die defensive Schwäche bei beiden Mannschaften, über 30 Gegentore schon, die sah man hier. Und immer wieder über die Außen gefährlich, die Ingolstädter und das nächste Tor von Dario Lescano. 41. Minute und die Fürther Fans wurden jetzt unruhig. Buric ja auch mit Innenraumsperre, das macht es nicht unbedingt einfacher und trotzdem kam die nochmal vor der Pause. Steininger, die Kleeblätter nochmal, Ernst und dann Kelter-Ruel, Doppelpack, 44. Minute. Bislang gab es 5 Tore, aber nur 2 Torschützen. Und Ingolstadt in Führung im zweiten Durchgang mit der breiten Brust. Sonny Kittel mit der Flanke, perfekte Flanke und dann dieser Kopfball von Lescano, aber wieder auch verteidigt wird. Das kann so natürlich nicht angehen. 49. Spielminute. Burchardt steht zu weit vor seinem Kasten und der schlägt dann hinter ihm ein. Und es kam noch übler. Paul Ottavio mit der Flanke. Lange unterwegs und trotzdem können sich die Verteidiger nicht danach richten. Das nächste Kopfballtor. Über die Außen waren beide Mannschaften extrem anfällig. Und Greuther führt eben schon 5-mal und das darf natürlich nicht passieren. Greuther Fürth gab sich zwar nicht auf, aber es kam zu wenige Tormöglichkeiten raus, um 3 Dinger noch aufzuholen. Sie schafften es nicht mal, das dritte zu erzielen. Schauner bleibt im zweiten Durchgang damit von Gegentoren verschont. Ingolstadt, der Tabellenletzte, gewinnt mit 5:2. Turbulente Partie, aber Greuther Fürth war heute in der Defensive auch extrem anfällig. Ostduell in Magdeburg und der erste FCM möchte den zweiten Saisonsieg einfahren gegen Erzgebirge Aue, die zuletzt Union Berlin bezwingen konnten. Das war vorher keinem anderen Team in der zweiten Liga gelungen und die erste Möglichkeit gehörte hier den Gästen. Schöne Möglichkeit, hätte schon sein können, Aluminiumpech aber für die Lila Veilchen. Über eine halbe Stunde gespielt, Aue war spielbestimmt und Clemens Fandrich konnte dann die Gäste auch mit diesem tollen Tor belohnen. Drittes Saisontor für Clemens Fandrich. Und der erste FC Magdeburg machte keine gute Heimpartie. Da ist für Bruns dann auch nichts mehr zu halten gegen diesen Superschuss. Zu hart, zu platziert. Und das 0:1. Vor der Pause dann nochmal die Gäste und Hochscheid konnte sogar erhöhen. Das nächste schöne Tor aus der zweiten Reihe. Wieder nicht zu halten. Der schlägt zwar nicht direkt im Winkel ein, aber der war extrem wuchtig. Geschossen und flatterte noch ein Stück. Dann kam aber auch Magdeburg vor der Pause mal und zwar so. Philipp Türpitz brachte die Gastgeber wieder ran in der dritten Minute der Nachspielzeit und damit auch der Glaube. Und der zweite Durchgang wurde dann komplett auf links gedreht, weil jetzt Magdeburg auf einmal Selbstbewusstsein hatte. Niemeyer mit der ersten Möglichkeit in der 52. Minute noch nicht so gefährlich, aber sie blieben dran. Die Gastgeber, etwas über eine Stunde gespielt. Kirchhoff, Neuzugang auf Christian Beck, Top-Torjäger vom FCM. Neuntes Saisontor und das 2:2 und jetzt wurde die MDCC Arena zum Tollhaus. Die Fans von Magdeburg dazu in der Lage, Spiele zu gewinnen. Wir sind in der Nachspielzeit schon abgelaufen. Türpitz nochmal auf Christian Beck und die Entscheidung in der 94. Spielminute. Der Doppelpack von Christian Beck schießt die Gastgeber zum zweiten Saisonsieg. Die Erleichterung bei Michael Oenning und Co. riesengroß. Und Aue steht mit leeren Händen da. Bitter für die Gäste, aber im zweiten Durchgang haben sie einfach zu wenig geleistet. Geben das 2:0 aus der Hand und der erste FCM erkämpft sich diese zweiten 3 Punkte in dieser Spielzeit. Regensburg und Paderborn können beide dafür stehen, extrem viele Tore zu erzielen, aber auch zu kassieren. Hier ging es etwas ruhiger los, aber die erste Möglichkeit gehörte dann
den Gastgebern. Das ist Stolze in der 14. Spielminute mit dem Kopfball, der dann aber etwas zu unplatziert in Richtung des Tores geköpft wurde. Aber der SSV war besser und das führte sich auch sofort. Etwas über eine Viertelstunde gespielt. Strodi kann den Ball nicht richtig abwehren und Vrenetzi macht es sich dann einfach. Gute Finte, Albion Vrenetzi. Es schaut danach aus, als würde er in die Mitte spielen. Zingerle hatte auch damit gerechnet. Der Ball geht aber ins lange Eck rein. Gut platziert, aber kann man auch irgendwie verhindern. Der SC Paderborn wachte dann aber auch auf. Bernhard Tepetay, Jasula, Clement, Jasula, Superball, Ben Zulinski und Ausgleich. So schnell ging es dann. Fünftes Saisontor für Ben Zulinski. Und die Gäste waren wieder da, für Pentke nichts mehr zu halten. Aber Zulinski war auch einfach deutlich zu frei. Vor der Pause dann Antwi Ajay im Strafraum, liegt zurück und das muss der Doppelpack von Ben Zulinski sein. Etwas in der Rückwärtsbewegung, trotzdem muss er aus der kurzen Distanz den an Pentke vorbeibringen, der aber auch gut reagiert und zum Eckball abwehrt. Wir springen in den zweiten Durchgang, Freistoßsituation für Regensburg von Geipel, der kann das durchaus, senkt sich hier aber etwas zu spät, sodass Singerle nicht eingreifen muss. Die Mauer springt vernünftig hoch und dann ist da relativ wenig zu machen. Dann wieder der SC Paderborn. 20 Minuten noch auf der Uhr. Collins ist das. Michel legt zurück auf Philipp Clement. Und 2-1. 11. Saisontor von Philipp Clement. Überragender Zweitligaspieler. Ob der sich beim SC Paderborn halten lässt? Vermutlich nicht. Aber nochmal Regensburg dann. Sie hatten hier die große Möglichkeit zum Ausgleich. Aber sie vergaben sie. 81. Spielminute, das letzte Highlight der Partie. Stolze scheitert an Zingerle, der das Ding hier mit der Brust festhält. Der SC Paderborn gewinnt mit 2-1 gegen Jahn Regensburg in einer guten Partie, die eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hätte. Holstein Kiel scheint die Achillesferse des HSV zu sein und jetzt gegen den SV Sandhausen sollte es zu Hause logischerweise zum ersten Dreier in der Rückrunde reichen. Holtby mit der ersten Möglichkeit und das war mal ein richtig guter Schuss. Holtby Linksfuß und mit rechts den so aufs Tor zu ziehen, Respekt an dieser Stelle. Dann der SV Sandhausen mit einer seiner wenigen Akzente. Diekmeier mit der Flanke, Ex-Hamburger und Van Drongelen muss es hier klären, schafft es nicht und Andrew Wooten nutzt das aus. Beim SV Sandhausen ist er dafür bekannt, eiskalt zu sein und jetzt macht das auch. 1-0 also für die Gäste. Extrem bitter, weil Van Drongelen den Ball eben nicht klären konnte. Der HSV wollte gleich antworten, aber Marcel Schuhn im Tor des SVS hatte erstmal etwas dagegen. Gute Parade an dieser Stelle. Der anschließende Eckstoß brachte nichts ein, aber wir sind vor der Pause und da gab es nochmal einen Eckstoß und der führte dann auch zum 1-1. Höchst verdient auch. Bakary hat da mit seinem dritten Saisontor, hämmert einfach mal drauf. Sieht Schuh nicht ganz glücklich aus, aber der hatte ordentlich Wucht drauf. Dann der SV Sandhausen mal wieder mit einem Angriff. Und da ist auch Förster mit dem Kopfball. Konnte aber gegen Pollersbeck keine wirkliche Gefahr erzeugen. Dann wieder der HSV. Sie waren stärker am zweiten Durchgang. Mangala, genialer Ball. Müller kann den Ball nicht wegrätschen. Und Khaled Naray mit seinem 7. Saisontor stellt die Weichen auf Heimsieg. 62. Spielminute. Der HSV drehte die Partie. Und das absolut verdient. Jetzt konnten sie den Ball auch vom eigenen Tor fernhalten. Hatten jetzt in der Schlussphase noch die Möglichkeit zu erhöhen. Das ist Pierre-Michel Lasogga im Zusammenspiel mit Naray und Moritz. Nochmal Lasogga. Aber er war heute nicht mit einem Tor belohnt worden. Trotzdem, der HSV gewinnt mit 2-1 gegen Sandhausen. Dreht das Spiel und begrüßt sich somit perfekt ins Jahr 2019. Platz 6 gegen Platz 5, Holstein Kiel zu Gast beim 1. FC Heidenheim und das ist schon durchaus eine Top-Partie, kann man nicht anders sagen. 4 Punkte der Rückstand auf den Tabellendritten aus Hamburg, den FC St. Pauli. Die erste Möglichkeit gehört hier Janni Serra, den Gästen war es aber noch nicht vergönnt hier zu treffen. Aber die Anfangsphase sehr stark und Lee mit der nächsten Möglichkeit, kein Problem aber für Kevin Müller, den ganz einfach festzuhalten. Dann auch mal die Elf von Frank Schmidt. Tomalla auf die linke Außenseite. Da Skarke mit der Flanke und Dennis Tomalla bekommt den Ball wieder. Super Abnahme. 6. Saisontor und 1-0 für den 1. FC Heidenheim. Bis dato machten sie nicht viel mit der ersten Tormöglichkeit. Gingen sie dann
in Führung. Dann passiert im ersten Durchgang nichts mehr. Dann wieder im zweiten Durchgang die Gäste besser und sie belohnten sich auch. Kingsley Schindler, 50. Spielminute. Die Kieler Störche waren wieder da. Der Ball schlägt mit voller Wucht im kurzen Eck ein. Aber Heidenheim wollte wieder in Führung gehen. Dennis Tomala sehr auffällig. Die Flanke von Manon Busch ist auch nicht verkehrt. Der Kopfball dann aber zu schlecht, um Kenneth Kronholm wirklich in Bedrängnis zu bringen. Dann wieder die Gäste, etwas über eine Stunde gespielt. Mühling über die linke Außenbahn. Janni Serra mit der Flanke und Kingsley Schindler mit dem Doppelpack. 63. Spielminute, Supertreffer von Kingsley Schindler. Bekommt die Flanke perfekt von Serra auf den Fuß serviert. Der setzt sich da dann in der Mitte gegen Wittek durch und trifft zum 2:1. Was war mit Heidenheim los? Konnten sie noch zum Ausgleich kommen? Kiel war aber weiterhin besser und hatte die Möglichkeit stattdessen zum 3:1. Serra nochmal, Mühling ist das. Mühling an den Pfosten und dann klärte Andrich die Sache, aber es machte nichts mehr. Holstein Kiel gewinnt am Ende mit 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim, hat damit 33 Punkte und geht hier verdient als Sieger aus dem Stadion. Dresden steht aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld. Arminia Bielefeld hingegen muss nach unten schauen. Es sind nur 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Gästen. Das ist Prietl auf Jabo, Rückkehrer aus Salzburg. 1:0, 14. Minute. Perfekter kann man sich nicht wieder in die alten Mannschaftsteile einfügen. 1:0 also für die Gäste, über eine halbe Stunde gespielt. Dann auch endlich mal was nach vorne von Dynamo Dresden. Aber so richtig heiß wurde es hier durch den Schuss von Florian Ballas nicht in der 33. Trifft den Ball auch suboptimal und der geht dann, ja übertrieben gesagt, meilenweit am Kasten vorbei. Vor der Pause aber nochmal die schwarz-gelben Gastgeber. Benatelli steckt durch auf Nicolau. Und da muss sich Ortega Moreno mal so richtig strecken. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs macht das stark. Hätte auch schon das 1:1 sein können, aber Bielefeld brachte das 1:0 erstmal zur Pause über die Runden. Röser dann auf Nicolau und Kone in der 56. Spielminute fast mit dem 1:1 und Dresden hätte jetzt schon lange den Ausgleich verdient gehabt. Von Bielefeld kam nach vorne fast gar nichts mehr. Extrem unauffällig jetzt im Laufe des Spiels geworden. Und Dresden war auch drauf und dran, den Treffer zu erzielen. Rico Benatelli scheitert aber um ein Haar am 1:1. Der dreht sich fast rein, aber trifft dann nur den Außenpfosten. 5 Minuten vor dem Ende dann nochmal Bielefeld mit einem Entlastungsangriff und dann wurde es auch gleich brenzlig. Fabian Klos mit dem Schuss, aber Schubert ist da und kann parieren. Schöner Schuss mit der Innenseite von Fabian Klos. Der Treffer war ihm hier aber noch nicht vergönnt. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Das kann Benatelli nicht klären. Und natürlich steht dann Fabian Klos. Einer wie er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zu selten zwar in dieser Saison, aber jetzt war er da. 2:0 geht es am Ende aus für Arminia Bielefeld. Nicht verdient, weil Dynamo Dresden besonders im zweiten Durchgang deutlich mehr Möglichkeiten hatte. Aber sie stehen mit leeren Händen da. Arminia Bielefeld gewinnt. Union Berlin musste vor der Winterpause die erste Niederlage hinnehmen. 3:0 verloren sie gar gegen den FC Erzgebirge Aue. Gegen ihren ersten FC Köln waren sie ja auch sehr früh unter Druck. Das ist Johannes Geis, der Neuzugang, versucht sich da mal aus knapp 16 Metern mit dem Schlenzer. Aber ganz gefährlich wurde es hier noch nicht. Trotzdem gute Partie der Gäste. Eine Spitzenpartie hier war es ja sowieso. Drexler dann mit dem Fehler gegen Jule. Und der testet mal Timo Horn. Und der zeigt, dass er ein Weltklasse-Keeper ist. Auch in der zweiten Liga. Mit klasse Reaktion, mit klasse Qualitäten. Und der verhindert hier auf jeden Fall das sicher schon geglaubte 1:0. Dann wieder der 1. FC Köln. Terodde, Simon Terodde mit der Flanke in die Mitte, Dominik Drexler ebenfalls noch das 0:1 verschuldet. Jetzt macht das selber, 24. Spielminute, die Gäste in Führung und es war eine offene Partie, sodass Union Berlin auch wieder nach vorne kam. Jule auf Akaki Gogia, da ist die Flanke, Sebastian Andersson hält die Fußspitze ran und dann stand es plötzlich 1:1. 7. Saisontor für Sebastian Andersson, da ist dann auch für ein Timo Horn nichts mehr zu halten. Zweiter Durchgang, ebenfalls sehr unterhaltsam. Schmiedebach auf Trimmel. Wird nicht getroffen.
Trifft dann aber auch selber nicht. Timo Horn ist da, geht zu Boden auf die Knie und kann den zum Eckstoß abwehren. Den schauen wir uns auch an von der rechten Seite. Gefährlich reingetreten, da ist Sebastian Polter. Und der macht das 2:1. Nicht so glücklich gewesen im ersten Jahr, in der ersten Jahreshälfte der Saison. Jetzt macht er hier das 2:1. Aber der 1. FC Köln braucht auch nicht lange, um sich davon zu erholen. Über die rechte Seite ist das Cordoba. John Cordoba mit der Flanke und natürlich Simon Terodde. 23. Saisontor. 20 Minuten vor Schluss stand es dann hier wieder Remis. Super Flanke auch von Cordoba, dieses Duo. Mittlerweile hat es sich richtig eingespielt. Aber Union Berlin ließ sich davon nicht beeindrucken. Nur knapp 5 Minuten später. Schmiedebach mit dem Eckstoß von der linken Seite legt sich den Ball zurecht und guckt sich auch da ein Spieler aus. Und zwar Sebastian Andersson. 3:2, 75. Spielminute. Und Union Berlin wieder in Führung. Im Hinspiel gab es ja ein Unentschieden. Timo Horn streckt sich, kann aber nicht mehr rankommen. War es die Entscheidung? Noch nicht ganz, denn der 1. FC Köln kam nochmal. Drexler ist das, Dominik Drexler. Reichel kann es nicht klären, das Simon Terodde. Und der macht fast das 3:3. Wäre auch verdient gewesen, es war aber den Gästen aus Köln nicht vergönnt an diesem Tag noch was mitzunehmen. Union Berlin gewinnt in einer absolut verdient genannten Spitzenpartie mit 3:2. Und der 1. FC Köln muss sich ärgern, aus seiner Möglichkeit hier zumindest am Ende was mitzunehmen, keine Punkte zu haben. Das war es dann auch wieder mit der Prognose. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten auch über einen Daumen nach oben. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.